Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu der Uetlibergbahn. Das ist eine Gleichstromstrecke zwischen Zürich Hauptbahnhof und dem Uetliberg und da sehen wir gerade die Baureihe WE552 und da sieht man schon anhand des Stromabnehmers, der so versetzt ist, dass die Oberleitung etwas versetzt ist. Denn es ist so, zwischen hier dem Depot, wo wir gerade stehen, und dem Hauptbahnhof gibt es zwei Oberleitungen, einerseits Gleichstrom und einmal Wechselstrom, weil hier auch Wechselstromfahrzeuge fahren. Und die Baureihe kann halt beides. Es ist jetzt aber so, die Strecke wird umgebaut von Gleichstrom auf Wechselstrom. Das hat mit zur Folge, dass leider die Baureihe WE520 sowie der Zwischenwagen WE220 da hinten im Depot zu sehen, außer Dienst gestellt werden, beziehungsweise verschrottet werden. Und ja, heute war der letzte Betriebstag. Ich bin einmal unterwegs gewesen, wollte es nochmal filmtechnisch einfangen und jetzt gibt es erstmal noch Panoramashots zu den Triebwagen, die da gerade hinten stehen und dann geht's auch schon los. Leider ist die Garnitur da hinten heute den ganzen Tag nicht gefahren. Es gab nur einen einzigen Umlauf mit drei Triebwagen und einem Zwischenwagen. Schade, schade, schade. Also die ist hier leider nicht mehr im Bewegt. Ich möchte mich auch schon mal für den Ton entschuldigen. Ich habe nur die Actioncam mitgehabt und sonst kein Mikrofon. Aber ja. Als nächstes gehe ich wieder zurück zum Hauptbahnhof, denn um 10.35 Uhr wäre die erste Abfahrt der BE520 gewesen. Und zuvor ist aber noch die BE556 eingefahren und da habe ich etwas erlebt, was ich so noch gar nicht hier unten erlebt habe. Und zwar wurde der Triebwagen verstärkt mit einem zweiten und das habe ich natürlich aufgenommen. Und dann hat es auch gar nicht mehr lange gedauert, bis dann, ja, jetzt dann historischer Triebzug eingekommen ist und zwar gleich mit drei Triebwagen der Baureihe 520 und den Mittelwagen. Und ja, da waren schon einige Leute da mit Kameras und Enthusiasten und auf der ganzen Strecke natürlich dann auch verteilt. Und das war dann schon ein Highlight. Das war ziemlich viel los. Natürlich waren auch einige Leute mit dabei, die das eher wenig interessiert hat. Also das Historische hier. Aber ja, ist wie es ist. Aber ich wollte das halt unbedingt im Bild haben, dass ich bei der letzten Fahrt mit dabei gewesen bin von der Baureihe und natürlich ein bisschen Geschichte. Denn das ganze Gleichstromsystem ist weg. Es war halt einfach zu teuer im Unterhalt und hat wohl nicht so toll funktioniert auf Dauer. Sprich, Reparaturen waren recht teuer und daher kann ich dann natürlich schon verstehen, dass wir sagen, okay, wir bauen das jetzt um wieder auf Wechselstrom, also 15 kV, dass man natürlich mit einheitlichem Rollmaterial da drauf fahren kann und kein Spezialsystem, beziehungsweise Triebwagen mehr braucht. Jetzt gibt es mal was fürs Gehör, denn ich habe die Kamera im Triebwagen mal kurz angemacht. Und zwar sind wir gerade aus Sellner rausgefahren, fahren Richtung Gieshübel, weiter zur Haltestelle Triemli. Und ja, ein bisschen die Atmo für euch und dann gibt es die Ansicht gerade mal von draußen. Ja, ich denke, das waren ein paar schöne Aufnahmen und jetzt bin ich in Ringlikon, das ist kurz vorm Uetliberg, also der Bergstation der ganzen Strecke, denn hier hat es eine schöne S-Kurve, man sieht dann hier hinten gleich den Triebwagen vorbeifahren und dann hier runter
Und dann bin ich auch mit dem wieder runtergefahren. Also hier kann man richtig schöne Fotos machen. Und ein Trainspotter hat mir noch gemeint, hier wurden auch schon des Öfteren Postkarten geschossen mit den unterschiedlichen Triebwagen, die hier so unterwegs sind. Und da kommt er auch schon. Am Ende des Videos gibt es übrigens eine komplette Mitfahrt vom Uetliberg unten nach Zürich Hauptbahnhof. Denn ich durfte die Kamera vorne beim Triebwagen montieren. Ton ist entsprechend nicht ganz so geil wegen dem Wind, aber ich lasse ihn trotzdem weitestgehend original, damit ihr einfach hört, wie der Triebwagen so arbeitet und wie es angehört hat. Und natürlich seht ihr dann die Strecke, wie sie jetzt noch ist und dann bald nicht mehr ist, gerade wegen der Oberleitung und den Umbaumaßnahmen. Und ja, und da kommt er jetzt dann hoffentlich bald um die Ecke und da ist er. Hier sehen wir jetzt mal so einen Triebwagen von innen und da hat es hier den Bereich, wo man zum Beispiel Fahrräder, Kinderwagen etc. hinstellen kann. Vorne die ganzen Sitzgruppen und ganz hinten der andere Führerstand und links und rechts sieht man schon die Türen, die sind mit Treppe und das ist natürlich nicht gerade behindertenfreundlich oder gerade wenn man Sachen mitnehmen will, wie ein Kinderwagen oder ein Fahrrad, das ist natürlich mehr. Das ist bei den neuen Triebwagen nicht mehr so, da gibt es nicht den Flureinstieg. Ja, aber dass ihr das mal kurz gesehen habt. So, hier sind wir kurz vor der Haltestelle Binz. Hier gab es eine Zubegegnung quasi ja, der Generationen, denn die 556 und die 520er treffen uns. Die 56er wird jetzt gleich jeden Moment an uns vorbeirauschen. Und hinten in der Ferne steht schon die BE520 und kommt uns hier gleich entgegen für die Einfahrt zur Haltestelle Binz. Und da unten wird das Ganze gleich angehalten. Hier die Abfahrt im Binz. Und das war es dann auch soweit vom Video. Jetzt kommt noch die ganze Strecke als Mitfahrt. Ohne Kommentar von mir. Das könnt ihr genießen. Und dann bis zum nächsten Mal. Gerne eure Gedanken zu der BE520 in den Kommentaren.
Ja.